Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zur zweiten Folge des Family Thompson Let's Plays. Ich nehme die zweite Folge direkt im Anschluss auf, deshalb kann ich jetzt noch nicht auf bestimmte Dinge eingehen, die in den Kommentaren erwähnt worden sind. Aber ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel. Aber ich wollte unbedingt in das neue Haus ziehen. Ja, wie du siehst, ist es 8.37 Uhr. Unsere gute Emmy ist in der Schule, ist fleißig am Lernen. Und die April, der geht soweit gut. Genau, und sie ist im dritten Trimester in 11 Stunden. Heißt, im Verlaufe der zweiten Folge der zweiten Staffel kommt die April ins... Dann ist sie im dritten Trimester und dann kann die Entbindung reintritt losgehen. Ja, du siehst, unser Haushaltsbudget ist runtergegangen. Ja, ich habe das neue Haus platziert. Ich habe auch schon die Sachen aus Aprils und Shanes Inventar platziert. Wollte aber jetzt erst zusammen mit dir das Geld wieder runtersetzen. Ich hatte mir gedacht, dass wir das Geld vielleicht so auf 500 Simoleons setzen, weil ich, um ehrlich zu sein, noch keine Ahnung habe, wie viel Rechnungen wir rein theoretisch in einer Woche, also in 6 Tagen, in Sims-Tagen zahlen müssen. Aber ich denke, durch unsere Blümchen, dann malt die April fleißig, die Emmy kann auch ein bisschen malen, hat sich überlegt. Der Shane geht ja arbeiten jetzt gleich. Und ja, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie dir das Haus gefällt. Wir machen aber das jetzt erstmal mit dem Geld. Ich hatte gedacht 500. Boah, 60.000, einfach in Luft aufgelöst. Geil. Ja. Ich habe ein bisschen mit dem Thumbnail wieder, mit dem Postplayer, ein paar Posen gespielt. Ich finde das super schön. Es sieht aber halt in manchen bestimmten Posen halt dann halt unecht aus. Deshalb benutze ich nicht so oft, nur so für spezielle Anlässe. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal gerade. Ja, so sieht das Haus von außen aus. Es ist um einiges größer als das andere. Ja, und wie du siehst, hier sind unsere Bädchen. Du siehst auch, ich habe ein paar Tiergegenstände platziert. Ja, ich habe definitiv vor, im Verlaufe der Folgen Hunde und Katze anzuschaffen. Wir sind ja dann zu viert, wenn es nicht Zwillinge werden. Vielleicht mache ich daraus auch ein Community-Projekt, dass du gerne Tiere erstellst. Gerne auch kleine, also als Welpe und Kitten, dass man die lang genug hat. Und ja, dann würde ich sagen, zeige ich dir erstmal hier den Außenbereich. Und zwar ist hier für den zukünftigen Nachwuchs so ein Klettergerüst, da ist für die Hunde was. Hier habe ich unsere 4 Bäumchen platziert, und zwar sind das die Zitronenbäume. Hier ist der Apfelbaum und hier ist der Granatapfelbaum. Ich hatte auch schon gesehen, dass irgendeiner weiterentwickelt werden kann. Also die mögen unseren Boden. Unsere Bienchen habe ich hier hingestellt. Hier haben wir dann eine Schaukel und hier sind auch Palmen überall. Dann habe ich gedacht, okay, wo stellst du unsere Kokosnüsse hin? Weil so viel Platz an Garten haben wir ja jetzt nicht mehr. Okay, habe ich die Kokosnüsse hier hingestellt. Ich hoffe, das klappt so, dass die Apple jetzt spinnt, meine Maus wieder, dass die Apple die dann auch gut ernten kann. Ja, und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ob ich oben anfangen soll, weil die Guten haben eine Dachterrasse. Ja, das ist die Dachterrasse so als Wellness, Gartenparadies. Hier sind die ganzen Blümchen. Diese Kästen sind CC. Nicht wundern, sonst könnte man das, glaube ich, nicht so anordnen. Hier haben wir so einen kleinen Wellnessbereich. Vor allem, wenn der kleine Nachwuchs da ist, können sie hier sich zusammen hinsetzen. Die Mama kann zugucken oder kann Yoga machen, der Papa kann boxen. Und die Kleinen können spielen. Hier ist Meditationsgedöns. Ja, das ist hier oben die Dachterrasse. Oh Gott, die Gartenterrasse, alles klar. Ja, ich glaube, ich gehe jetzt zur anderen Terrasse. Und zwar haben die Shane und der April einen kleinen Balkon bekommen, wo dann die Katze oder die Katzen, je nachdem wie viele wir uns holen, spielen können. Hier so eine kleine Sitzecke. Hier gibt es dann auch nochmal was zum Spielen für die Tiere. Hier ist dann der Aufgang zur Dachterrasse. Und hier unten ist diese riesige Terrasse, wo dann nochmal der Rest unserer Pflanzen ist. Ich habe die Sprenkler so gesetzt und ich hoffe so sehr, dass das funktioniert. Okay, jetzt regnet es. Da ist es nicht so schlimm. Da werden sie ja gegossen. Ja, sie können hier, ich hoffe, das funktioniert, direkt ins Wasser gehen, zur Luftmatratze.
Hier ist dann so die Grillsitzecke, wieder was für die Türe logischerweise. Und da ich unbedingt einen Whirlpool haben wollte, habe ich den beiden einen Whirlpool jetzt hingestellt. Habe das wie in den meisten meiner Bauvideos, weil ich das immer so schön finde. Außer diese Ecke hier, dieser Rundgang, das ist mir zu eckig, aber ich habe es leider nicht anders hingekriegt. Habe ich das mit diesen aus Romantisch Garten-Accessoires, glaube ich, ist das. Und hoffe ich, das heißt, glaube ich, auch so. Habe ich das so ein bisschen eingebaut, dass da nicht jeder reingucken kann. Dass auch so ein bisschen unter sich sind. Ja, für den Nachwuchs ein Planschbecken. Und jetzt bin ich aber überlegen, ob wir in dem ersten Obergeschoss oder im Erdgeschoss beginnen. Ich glaube, wir fangen ganz unten an, aber ich lasse die sich kurz mal ihre Regenschirme öffnen. Ja, hier ist rein theoretisch jetzt der Eingangsbereich. Ich finde es mit den Bäumchen auch gar nicht schlimm. Eigentlich wollte ich alle 6 Palmen hinsetzen, aber das sah dann zu gequetscht aus. Ja, ich glaube. Ach, geht das jetzt hier nicht? Okay, dann müssen wir das anders machen. Ich wollte eigentlich die Taste T drücken, damit der so geht. Ja, hier ist das Büro. Eigentlich zum größten Teil für den Shane, weil er ja viel mit Anzeigen machen muss und sowas, weil er vielleicht auch mal von zu Hause arbeiten kann, wenn das überhaupt geht. Ja, dann haben wir hier seine Gitarrensammlung. Er hatte ja nur eine. Wir haben ihm jetzt noch 2 dazugestellt. Und unsere Blümchen, die ich da reingestellt habe, sind weg. Yep. Ja, da kommen dann noch die Postkarten hin. Leider hat die Emmy noch einiges im Inventar. Das konnte ich jetzt noch nicht rausholen. Ja, hier ist der Flurbereich, der Eingangsbereich. Da haben wir hier dieses Wasserbild mit den Delfinchen. Und ich sehe gerade, ich habe den Timer vergessen. Ich denke mal, ich babble jetzt schon knapp 10 Minuten. Ich weiß nicht, wie lange wir spielen können, wenn ich euch das alles hier so vorstelle. Hier haben wir noch ein Familienbild, da kommt noch was hinzu. Hier ist dann so, ja, Schuhregal, würde ich sagen. Und hier geht's ins Büro. Ich hoffe, die können da langlaufen, sonst müsste ich ein bisschen durchdrehen. Ja, dann der ein oder andere kennt's, wer mein Märchenhaus für Simcado geguckt hat. Ich habe das direkt übernommen, weil ich das einfach cool fand. Hier kann man dann rein theoretisch in Anführungsstrichen die Wäsche zusammenlegen. Hier ist Waschmaschine, Trockner. Hier ist das erste Bad. Da habe ich das mit den aus dem alten Haus mit eingenommen, mit übernommen, wie auch immer man das nennt. Hier ist jetzt nur eine Dusche drinne. Und ich hoffe auch, dass der Wäschekorb sich befüllen lässt, dass die da dran kommen. Getestet habe ich es wirklich noch nicht. Aber ich hoffe trotzdem, dass das funktioniert. Ja, dann würde ich sagen, zeige ich euch die Küche. Die Küche ist ein bisschen größer als die andere, aber im Vergleich zu den anderen Räumen um einiges kleiner. Aber für den Schreich vollkommen aus. Wir haben hier dann diesen Familienplaner. Den habe ich diesmal blau hingehangen, weil ich fand, das war alles so dunkel, marmormäßig. Ja, hier sind so rein theoretisch Kräuter, Petersilie, Basilikum und sowas. Ich hoffe, unser Essen ist hier noch drin. Sonst, ja, unser Essen ist noch da. Puh, Glück gehabt. Dann würde ich sagen, zeige ich euch den Bereich. Das ist unser Wohnzimmer. Ich habe jetzt die Freundeswand von der April hier an die Wand gemacht. Da fehlen aber noch ein paar. Also die Ina fehlt uns zu 100%. Hier, die haben wir fertig, Zoe und White. Alvin bräuchten wir noch. Die Alexis brauchen wir noch. Ja, und dann rein theoretisch, wenn die Mia dann irgendwann einen Partner hat. Vielleicht können wir das auch als Community-Projekt schon mal starten, dass man für die Mia einen Partner erstellt. Weil der ursprüngliche Papa von Ben und Ellie ist der Adriano von mir. Nur ich weiß halt nicht, ob ich den jetzt noch mit ins Spiel reinnehmen soll. Kannst du mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob wir Adriano einfügen sollen oder ob wir einen kleinen Community-Projekt starten, dass ihr jemanden erstellt für sie. Ja, das ist so ein bisschen alles im Dunkeln gehalten. Diesmal ganz anders als im alten Haus. Hier hängt schon mal der Emmy ihre Geburtsurkunde. Auch wenn da jetzt kein Name dabei steht. Ja, dann. Hallo Maus, Dankeschön. Gehen wir hier hin. Das ist unser Essbereich. Hier hängen wieder die 2 Bilder. Hier ist dann für die Hunde oder für die Katze, je nachdem wann. Hier ist Shane seine gute Gitarre. Die haben wir direkt hier hin platziert. Und ja, das Wohnzimmer ist ein bisschen im helleren, bläulichen Ton gehalten. So als Kontrast zum Wohnzimmer und halt auch ein bisschen zur Küche. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir eins höher. Ich platziere mich jetzt mal hier, dass ich nicht alles verrate. Ja, der Flur hier oben ist ziemlich klein. Hier habe ich 2 Bilder wieder aufgehangen vom Haus. Hier ist das Katzenklo und hier ist auch der Emmy ihre Bastelei, ihre Herbstbastelei.
Lasst mich kurz überlegen. Ich glaube, ich zeige euch als erstes hier den Raum. Genau, das ist das Badezimmer hier oben. War eine Eckbadewanne diesmal. Bitte, was machst du da, wenn ich fragen darf? Weißt du selbst nicht. Gehst du bitte runter, nicht, dass du fällst. Und eine normale Dusche. Und hier Waschbecken. Ich hoffe, es funktioniert alles, wie es soll. Wenn nicht, muss ich nochmal umbauen. Und ja, ich fraß jetzt hier im Alldurchgang ein bisschen durch, damit ich nicht so viel babbeln muss. Ja, das ist der Emmy, ihr Zimmer. Ich habe noch ein bisschen was umgebaut, weil ich habe ja eine bestimmte Richtung, wo sie gehen sollte. Nur es war mir dann nicht mehr so girly-like, sage ich jetzt mal. Ich hatte da so ein paar Echsen rumstehen und ich persönlich bin überhaupt kein Freund von Echsen. Und ja, das ist der Emmy, ihr Zimmer. Ich habe auch schon hier die zwei Bilder. Einmal. Ah, hier ist es. Einmal mit dem Leo. Und hier einmal die Ellie. Können wir einfach mal gerade reinschreiben. Emmy und Ellie. Und hier Ben und Emmy. So, dass wir ja nicht die Namen vergessen, das werde ich dann nachträglich auch noch machen. Ja, dann haben wir für Katze. Ich hätte nämlich gerne einen Hund und eine Katze. Hier auch noch was reingestellt. Es ist fast, glaube ich, in jedem Zimmer was platziert. Da siehst du auch schon mal, die Emmy hat bestimmte Ausrüstung für ihren Werdegang, sag ich mal. Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich glaube, ich zeige euch jetzt das Schlafzimmer der Eltern. Erstmal aus dieser Perspektive. Hier ist ein Riesenspiegel, wieder was für die Katze. Hier auch. Hier sind die zwei Bilder. Dann habe ich ihnen so einen geilen Wandschrank diesmal eingebaut, weil ich das so cool fand und dachte mir, komm. Die beiden haben jetzt durch Shanes Hausverkauf rein theoretisch eine Mords viel Geld gekriegt, ist ja auch die Wahrheit. Und ich dachte mir, komm, die kriegen jetzt mal einen Wandschrank. So, und hier haben wir dann das Bett. Diesmal so ein bisschen in dem dunkleren Ton gehalten, weil Shane ja jetzt auch dabei ist. Er ist eher so der Grau-Schwarz-Fan. April ist blau, weiß ja jeder. Und daher auch dieser Grau-Blau-Mischpunkt. Ich hoffe, ich habe es gut getroffen. Okay, manche Sachen sind weiß als Kontrast, dass sich das dann nochmal abhebt. Ja, hier ist nochmal der kurz der Balkon. Und jetzt zeige ich euch das Kinderzimmer. Ich liebe es ja. Ich liebe es wirklich. Ich hab's, da ich ja nicht weiß, was es wird, ob es ein Junge wird oder ein Mädchen, habe ich es in blau, rosa, weiß gehalten. Da steht das Babybett. Hier ist die Schildkröte als Teppich. Hier kommt dann die Lucy rein, theoretisch rein. Hier ist eine kleine Wand. Auch schon mal ein Bild. Und ich merke gerade, ein paar Sachen sind, glaube ich, im Baumodus wieder verschwunden. Hier können wir dann für die Katzen, finde ich nämlich nicht schlimm, wenn die dabei sind. Ja, das ist das Kinderzimmer soweit. Und ich liebe ja die Wickelecke hier. Die ist so schön geworden, aber da sind die meisten Sachen irgendwie weggegangen. Muss ich nicht verstehen, oder? Ja, genau. Dann hier, genau, das ist die Urkunde von der Emmy, die wir da hatten. Da der Shane seinen Job angenommen hat, hat er hier ganz viele Sachen gekriegt. Ich habe keine Ahnung, was ich damit machen soll. Falls du das weißt, wofür das ist, wofür ich das brauche. Und ich glaube, unsere Wäscheleine. Ah. Da muss ich wieder hier kurz Testing Linksbums machen, beziehungsweise bb.moveObjects. So, und dann sollte das. Oder auch nicht, wird es nicht funktioniert. Können wir doch eigentlich unsere Wäscheleine hier hinsetzen, weil wenn es schön Sommer ist, müssen wir den Trockner nicht anschmeißen. Ja, ich liebe das Haus. Genau, ich zeige euch das hier nochmal in voller Montur. Das ist hier braun und hier weiß. Überall haben wir aus dem Debug diese schönen Blumenkästen, weil ich diese Blumenkästen einfach liebe. Ich liebe sie einfach. Ja, schreib mir gerne mal deine Meinung zu dem Haus in die Kommentare. Ich liebe es einfach. Ich habe unser kleines Haus auch total geliebt, aber ja, es ist halt nicht wirklich ein Vergleich, ganz ehrlich. So. Der Shane muss auch gleich arbeiten. Ich würde aber so ungern die April jetzt alleine lassen. Ich habe nämlich immer Schiss, dass was passiert, aber eigentlich kann ja nichts passieren. Das ist wieder so Gespinne von mir. Ja. Ah, okay, hier ist die, die noch geglänzt hat. Ja, auf jeden Fall werden unsere Pflänzchen gerade kostenlos gegossen.
Ja, dann wird schon gesagt, kannst du mal deinen Schatzi liebevoll umarmen. Tag verschönern, ihr könnt euch noch mal küssen, weil er muss ja gleich auf die Arbeit. Dann wünschst du ihm noch einen ganz schönen. Oh. Ich glaube, wir gehen mit dem Shane mit, wenn die Kinder dann da sind. Das ist mir, glaube ich. Ja, ich glaube ja, wir schicken ihn alleine los. Ja, Shane, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß auf deiner neuen Arbeit. Ich bin gespannt, wie es klappt. Vor allem, was du so erzählst. Und die Apple darf jetzt hier mal ein bisschen sich die Wohnung bzw. das Häuschen angucken. Shane, du musst zur Arbeit. Shaney Boy! Stopp, bleib bitte mal stehen. Du siehst ja sexy aus, mein Schatz. Ei, da brauchst du mein Bildchen. Heidi Witzka. Nee, ich glaube, das war eine gute Entscheidung mit seinem Job. Ja, sagt Tschüss, Shane. So, April. Wo hatte ich denn? Was machst du? Du holst dir was zu essen. Okay, dann mach mal. Dann, was können wir bei dir jetzt hier auswählen? Hurisch eingehen, fleißig arbeiten, früh mit Kollegen. Kokett flirten, ja, okay. Kokett flirten ist ja schon mal raus. Wo hatte ich denn den das Malerding hingepackt? Oh, habe ich das jetzt? Oh, das habe ich vergessen, oder? Wo ist das zum Malen? Dann kaufe ich das doch noch gerade schnell. Das ist doch überhaupt kein Problemi. Da ist die Staffelei. Wo stellen wir die aber nur hin? Ich muss dafür die Wände mal hoch machen, dass ich es genau sehe. Das finde ich blöd direkt am Eingang hier. Vielleicht hier hin einfach, solange ich es noch. Ich stelle den jetzt einfach mal hier hin, weil ich es noch nicht weiß, genau wo wir den hinpacken sollen. Aber ich freue mich so auf die Kommentare von dir, was du sagst. Apple, wieso willst du dich nicht hinsetzen? Hier, doch besser für dein. Ah, du hast ja was zu trinken geholt. Ist doch besser für deinen Rücken, mein Schatz. Und wie gesagt, wie in der letzten Folge, gerne Babynamen für Junge als auch Mädchen, weil wir ja nicht wissen, was es wird. Und ich freue mich so, dass wir jetzt im neuen Haus sind. April, was machst du? Über Familienmitglied nachdenken. Na, dann mach das mal. Können wir mit euch schon irgendwas machen? Du kannst ja mal gucken, ob du deinen Garten pflegen kannst, auch wenn ich dich nicht so viel rumlaufen lassen will. Aber es ist halt so. Oh, ich freue mich so, dass wir jetzt in dem Haus sind. Ich glaube, ich werde es, glaube ich, noch 10-mal sagen. Aber ja, ich freue mich wirklich. Derzeit benötigt keine Pflanze was. Okay. Dann April. Ich weiß, es regnet, aber möchtest du ein bisschen meditieren? Ich weiß, ich weiß. Ihr seid beide schön am Lernen. Sehr gut. Wir begleiten die April. Girl April. Machen wir es mal so, dass man das auch nochmal sieht, alles. Ja, unsere Bienchen stehen da draußen, falls ich es vergessen habe. Die habe ich draußen platziert. Oh, und ich liebe das Kinderzimmer. Ich liebe es einfach. Ah, Gott. Ja, ein paar Ideen habe ich mir von Simmerli G. geklaut. Beziehungsweise abgeguckt. Genau, wenn du meditiert hast. Oh, jetzt scheint die Sonne sehr gut. Kannst du hier nochmal die eine Tulpe pflanzen? Weil wir haben hier nur eine Tulpe. Das sind die ganzen Rosen. Ich habe gerade gesehen, ich habe das bisschen blöd hingesetzt. Kann das sein? Ja, ich hätte das aufrechnen. Na, dann machen wir das, sobald die April fertig meditiert hat. Ja, und ein kleines Puppenhaus für die zukünftigen Nachwuchskinder. Ich hoffe ja irgendwie, dass es nur eins wird. Aber die ist jetzt ja schon so einfach ungeplant schwanger geworden. Ich traue den beiden alles zu, wenn ich das so sagen darf. So, ich spule jetzt mal, während die April meditiert. Ich werde vielleicht diesen Balken hier voll machen. Und dann kann sie sich. Was ist hier? Du kannst auch sitzen. Okay, ich dachte, das wäre so ein Knetstuhl. Ja, das habe ich jetzt auch hier einfach hingesetzt. Weil du wirst eine schreckliche Mama sein, mein Schatz. Du hast schon ein Kind halb großgezogen. Du hast schon eine Teenagerin als Tochter. Also, du kannst keine schlechte Mami sein. Ach, ich liebe es einfach. Ja, hier ist halt ein bisschen eng.
Seid ihr einschuhig? Irritiert. Okay, wir können ja den Honig im Anschluss verkaufen. Klar, es ist viel zu laufen. Deshalb muss ich mich da auch noch so ein bisschen organisieren. Katharina Lothario. Wer sind das? Kennen wir die? Ich glaube nicht, oder? So, April, dann pflanz mal dein Pflänzchen, wenn du möchtest. Ah, kannst du eigentlich schwanger in den Whirlpool? Das geht nicht. Okay. Hey, dann nicht. Ach Gott, ich freue mich so, dass wir jetzt in dem neuen Haus sind. So, April, du darfst einen Schritt schneller laufen. Ich finde es einfach schön. Einfach schön, das Häuschen. Es hat mich lange Baustunden gekostet. Ich habe lange an dem Haus gesessen, ungelogen. Hey, wieso ist denn jetzt nur noch 70? April, willst du ein bisschen schaukeln? Ja, du darfst danach dann auf Klo und was essen. Versprochen. Ich verspreche es dir. So, was möchtest du denn essen, mein Schatz? Was haben wir denn hier? Was läuft denn am schnellsten ab? 11 Tage? Ein Tag, 20 Stunden, ein Tag. Ja, dann musst du hier ein Stück essen. Bestimmt, beziehungsweise ein Gericht essen. Und dann darf die Apple die Toilette schon einweihen. Und ich glaube, dann malt sie mal was. Tschu, 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 tschu. Ach ja. Wie cool. Und dann isst die Maus jetzt was. Ach, ich kann es immer noch nicht glauben. In 6 Stunden ist im dritten Trimester. Sie ist einfach schwanger. Was macht sie jetzt? Ach, gehst jetzt mit deinem Essen auf Toilette. Du bist mir eine. Ja. Und wir sind im neuen Haus. Ach, ich freue mich so. Jetzt mittlerweile ja. Freue ich mich wirklich. Aber in der letzten Folge dachte ich so, komm. Eine Folge machen wir noch im alten Haus. So als Abschied. Wir werden auch eine Einweihungsfeier machen. Aber das werden wir jetzt nicht hinkriegen. Vielleicht am Wochenende. Dass man das dann so nachmacht, dass man vielleicht alle grillt. Zusammen grillt, eher gesagt. Und ich habe irgendwas im Auge. So, April. Wie sieht's aus bei dir, mein Schatz? Ja. Und es regnet wieder. Nicht super. Malst du jetzt und isst? Ich schätze hier. Ach genau, ich habe ihr hier auch beim Sportoutfit eine andere Frisur gegeben. Weil. Ja klar kann die Emmy die Yuki mitnehmen. So, Emmy, was ist mit dir los? Du bist ein bisschen sauer. Okay. Dann, ich wollte ja hier das bei dir voll kriegen. Deshalb darfst du jetzt. Ah, brauchst du wieder was? Ja, okay. Wir machen als erstes hier mal die Emmy kurz ready. Das auch noch. Und dann darfst du joggen gehen, weil das beeinflusst Empathie. Ja, und. An die Empathie nicht. Da machen wir dann, dass sie ehrenamtlich tätig wird. Und joggen gehen bringt das so. Weil ich wollte so, dass sie das alles irgendwie noch ein bisschen hochkriegt. Und die April malt noch sehr gut. Wie geht's denn Shane soweit? Er hat Hunger. Und hat auch schon halb den Tag ruhig eingehen lassen. Normal mit Kollegen knapp Kontakt knüpfen. Ja, sollen wir das mal machen? Ja, komm, die letzten 3 Stunden kannst du. Da ein bisschen Kontakt knüpfen. Yuki, du kannst ruhig reinkommen, gell? Ach komm, April, stell dich mal hier freundlich vor. Kennen Sie denn die anderen eigentlich? Ben kennt sie, das weiß ich. Und die Ellie. Ja, dann kennt sie jetzt die Yuki auch. Und die Yuki denkt sich nur so, boah, Mama, April ist schwanger und isst erstmal hier so ein leckeres Essen. Sie ist angespannt. Ja, dann versuchen wir sie doch zu beruhigen. So, jetzt kann man sogar Fußmassage machen. Hier, du kannst mal nach dem Tag fragen. Ich denke, das geht damit rein.
Galpa, Shupasa Benea. Ach Gott, jetzt sind wir im neuen Haus. Wie cool. Und ich bin schon sehr gespannt. Ja, wie viel Miete auf uns zukommt. Da bin ich schon sehr gespannt. Also den letzten hatten wir ja 1000, aber ich glaube, das kam durch den ganzen Deko-Kram, den ich da platziert hatte. Jetzt ist ja noch mehr Deko. Also, es wird gut was auf uns zukommen. Aber okay. Dafür... Was? Wieso ist die feiern? Hallo? Wieso ist die feiern? Ich hab doch die Joggen gehen geschickt, ey. Das gibt's ja nicht. Das geht ja schon wieder gut los. So, April. Wo gehst du jetzt hin? Hm? Was macht ihr? Oh. Ich habe das aber nicht angeklickt. Die Mia, die Yuki Mia gibt der April eine Handmassage. Und April, macht sie das gut? Du guckst zumindest sehr zufrieden. So, Fräulein, wieso warst du feiern? Du solltest joggen gehen. Hallo? Hier, joggen, um klaren Kopf zu kriegen, Madame. Gibt's ja gar nicht hier. Los, los, hör auf zu spielen. Das war mir so klar, sobald die einen PC haben, dass sie nur am PC hocken, ey. So, und irgendeine Pflanze glänzt wieder. Die da. Na, okay. Naja, ich werde es wahrscheinlich bei einigen übersehen. So, die April macht da weiter. Ich begleite jetzt die Emmy. Dass unsere gute Emmy nicht wieder irgendeinen Mist baut. Und nicht wie einfach feiern geht. Ja, klar kannst du vorbeikommen, Ben. Yuki ist da. Vielleicht klappt es jetzt mit dem Verkuppeln. Ja, meine Süße. Guck, das geht doch schon in Empathie gut rein. Perfekt. Wir begleiten dich. Okay. Ich finde die Hose so cool, die sie hat. Dann spulen wir mal, dass das nicht so lange dauert. Wir gucken mal, wo die Emmy überall langläuft. Oh, es wird schon dunkel. Oha, guck, da ist der Spielplatz. Hallo, Spielplatz. Und der Mond, wie cool. Hallo, Bati. Na, Schnecke. Was machst du, mein Schatz? Wow. Hast du das gesehen? Der Shane hat schon fast 500 Euro mitgebracht, Betty. Hast du das gesehen? Nein, vergiss es. Vergiss du den in der PC? Das gibt's nicht, Betty. Hey! Oh, Kind. Du freche Nudel, das gibt's nicht. Mit den in die PCs, du machst irgendwas kaputt. Jetzt dunkelt sie gleich wieder ihr Gesicht rein, wie ich sie kenne. So, Emmy, das war doch schon mal perfekt. So, okay. Emmy muss duschen. Dann würde ich sagen, oh, die beiden quatschen sogar. Geht die Emmy duschen? Dampfende Dusche nehmen, ja. Betty, was hast du denn jetzt? Langsam. Gut. So, dann darf die Emmy hier ein bisschen Fernseh gucken. Dann muss sie unbedingt noch Hausaufgaben machen. Wie geht's dem Shane? Der Shane muss pieseln. Okay, und braucht Spaß. Dann geht der Shane hier oben pieseln. Verwenden. Was macht die Mama? Mama holt schon wieder was zu essen. Was sonst? Ach, April, mein Schatz. Ja, das ist jetzt leider kaputt gegangen. Genau. So, wie cool. Okay, April, was geht jetzt ab, bitte? Was geht jetzt ab? Jetzt, oh, das liegt bestimmt an dieser blöden Treppe. So, April, ich wollte aber, dass du eigentlich das Gemälde jetzt endlich mal fortmachst. Und dann brauchst du Spaß, Shane. Geht es auch, wenn du hier boxst?
emotionale Aura aktivieren. Das machen wir doch direkt. Sind die hier noch aktiv? Sehr gut. Ich hatte nämlich alle Porträts gesperrt, dass sich ja nichts verändert, weil ich finde es so schön, dass wir Bilder haben, wo sie noch als Kleinkind drauf ist. Ja. Und wir kriegen gerade Besuch. April. Und dann kannst du zu deiner Frau gehen, kannst sie leidenschaftlich küssen. Und das Baby führen. Und der Shane darf in Elternzeit gehen, das finde ich cool. Nur weiß ich nicht. So, Emmy Maus, du machst jetzt Hausaufgaben. Warum setzt du dich jetzt nicht hin? Ah, weil der Ben mit dir quatscht. Ah, cool. So. Ich kann in der Zeit mal der Emmy ihr Inventar ein bisschen ausräumen. Eine Lucy. Noch eine von der Lucy. Und die dritte von der Lucy. Der Emmy ihr gemaltes. Würde ich eigentlich hier an die Wand hängen. Im Büro von Shane. Oh, Emmy, du hast dein Schulprojekt. Ah, jetzt regnet. Naja, wir lassen es einfach jetzt mal draußen stehen. So, Emmy, dann hier bitte Hausaufgaben machen. Und ich platziere in der Zeit bei dir hier die Sorten noch. Mit die Seifenblasen können wir da mal. Eine Muschel kriegen wir die. Ja, gut, die passt noch da drauf. Und das Herz von Sulani stellen wir dahin. Und das dahin. Johann, wo stellen wir jetzt die Puppe hin? Können wir die da einfach hinstellen erstmal? Ja, oder kriegen wir die da oben hin? Okay. Wo ist die Karte? Hallo? Spiel? Was ist denn das jetzt wieder hingepackt? So. Dann packen wir das da hin. Wo machen wir den Käfer? Käfer, Käfer, Käfer. Vielleicht mache ich das klein. Und setze das dann da so hin. Ja, guck mal, das sieht doch schick aus. Und hier machen wir das Kätzchen hin. Oder wir machen das auch auf die Seite. Und dahin. Ja, guck mal, das sieht doch schön aus, oder? Dann machen wir noch schnell im Büro die Bilder. Dass das nicht so wieder hingeklatscht einfach aussieht. Ich weiß ja nicht, ob das jetzt genau parallel ist, aber wird schon gut gehen. So, Emmy. Oh, Emmy ist in Flirt-Stimmung. Mama, hast du Bild fertig? Dann hier einmal verkaufen. Okay, sehr gut. Dann kannst du dich mit Ben noch ein bisschen hier unterhalten. Bei Regen sprechen. Ach, jetzt, ja, ihr freut euch bestimmt auf eure Babys, gell? Oh, April, musst du pieseln? Dann hier bitte, bevor du dir in die Hose machst. Oui! So, Emmy, machst du Hausaufgaben? Und mein Timer ist fertig. Schade. Ja. Ich werde dann jetzt hier auch die Folge beenden. Ich werde die Emmy dann noch Hausaufgaben machen lassen, aber das nehme ich dann nicht alles mit auf. Die Emmy darf doch noch was essen. Und die April kann mal hier, das nehme ich jetzt noch mit auf gerade. Was war's? Das hier. Dann Shane, du hast Hunger. Kannst du dir schon mal ein Gericht nehmen? Die Emmy darf im Anschluss nach den Hausaufgaben auch ein Gericht nehmen. Die April muss ganz dringend pieseln. Ja, schreib mir gerne mal in die Kommentare, wie dir die Folge gefallen hat, wie dir das Haus vor allem gefällt. Und ja, ich bin sehr gespannt. Ich freue mich. Hä, wieso steht denn jetzt hier was zu essen? Muss ich das verstehen? Glaube nicht, gell? Ja, und ich kümmere mich jetzt noch so ein bisschen um die drei. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Du kleiner Pupsbär, gehst du jetzt runter? Ja. Oh, Hexe. Und dann, ja, freue ich mich aufs nächste Mal.
Und dann wünsche ich dir noch einen ganz, ganz schönen Tag. Tschüss.